Moment, nochmal. Immer so. Den draußen. Nein, ab. Ab. So. Live long, live long in Prosper. Live long in Prosper. Oder auch gar nicht. Live Joyce muss man. Während die Kräfte sich im Hintergrund sammeln, haben wir auch schon die nächste Gruppe bei uns. Die Rebel Legion German Base Yavin, die deutsche Base der Rebel Legion, unserem Schwesterverein von der hellen Seite. Und dicht gefolgt von einer, ich sag mal, lustigen Gruppe. Deutlich erkennbar an der pinken Farbe. Das ist eine spezielle Gruppe. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Stand in der Welthandel in den Hangar 10 gesehen. Von unserer Pink Force, die sich ganz besonders einsetzt für Charity-Projekte, um Geld zu sammeln für entsprechende Unterstützung von Menschen, besonders Kindern, natürlich, die in Not geraten sind. Also eine Einheit des Star Wars-Universums, die sich besonders um Charity kümmert. Als nächstes müssten wir nach meiner Liste. Okay, hier kommt die Galactic Academy. Ich habe es gar nicht erkannt, weil keiner vorweggegangen ist mit einem Schild oder einem Symbol. Aber von der Größe hätte ich natürlich drauf kommen können. Geht bitte nach vorne. Die Galactic Academy ist sozusagen unsere Jugendorganisation. Das heißt, wir haben ja als Eintrittsvorgabe 18 Jahre alt zu sein. Und unsere jungen Nachwuchstalente unter 18 Jahre, die sind in der Galactic Academy. Es gibt natürlich auch Erwachsene in der Galactic Academy, die dann andere Seite, die diese Galactic Academy als Trainer führen.
als nächstes sind wir mal außerhalb von Star Wars. G.I. Joe! Kommt. Yo, Joe! Hey, Cobra! Kleine, aber schlagfertige Gruppe. Und hier kommt die nächste Kommandoeinheit. Die Busker-Schmiede. Süddeutsch war vor allem die Sci-Fi Nation, die vereinen ganz viele Star Wars Charaktere. Und ich sehe, da ist auch noch jemand aus dem anderen Rebellen dazwischen gerutscht. Naja, dann wollen wir das mal durchgehen lassen. Okay, dann schließt ihr euch auf der Seite wieder an, die Sci-Fi Nation. Wir bleiben weiter im Star Wars Universum. Die Star Wars Fans Nürnberg als eingetragener Verein. Ein Rückgrat der deutschen Star Wars Fangemeinde. Aber auch da sehe ich ein bisschen Fremdgänger tun. Okay, herzlich willkommen. Könnt auch auf die Seite mit dazu gehen. Wenn was bei euch im Haus seltsam ist. Ghostbusters! Wen ruft ihr, wenn was seltsam im Haus ist? Ghostbusters! Ja, die Ghostbusters sind da. Jetzt ist alles safe hier. Nächstes, wir sind außerhalb des Star Wars Universums. Wir haben Halo vor Ort, das 405. Regiment. Ich muss mal selber rück. Genau hier ist die Lücke für euch. Bitte auf die linke Seite. Ja, und jetzt wird's. Mäßig. Wunderbar. Ihr seht jetzt die USS Danubia. Oder, okay, mein Advisor sagt auf die Seite. Bitte auf die Seite. Und jetzt die Rapid Reaction Task Force Starfleet Command. Noch auf dieser Seite, dann haben wir Star Trek links und rechts. Das ist doch wunderbar.